Herzlich willkommen zurück bei unserem Grüne Woche Spezial, liebe Zuschauer. Und wir widmen jetzt unseren letzten Teil natürlich wieder dem kulinarischen Höhepunkt mit Felicitas. Felicitas, wie sieht's aus? Ja, alles ist fast fertig. Ich habe noch auf dich gewartet mit dem Fleisch. Da wollte ich dir gerne mal was zeigen. Der Couscous ist bunt und gemüsig zusammengerührt. Ich habe einen Gurkenschaum gemacht. Ja. Klingt wieder total aufregend, ist aber super einfach. Und zwar einfach eine Salatgurke schälen und das Innere rausnehmen. Dann habe ich Joghurt dazu gegeben, griechischen, weil der ist schön dick und ein bisschen cremiger. Und dann einfach das Ganze püriert mit einer halben Knoblauchzehe. Und dann hat man hier oben, sieht man wunderschön, den Schaum. Den streuen wir nachher drüber. Riecht und dann gut. Du riechst richtig die Gurke. Also toll. Keine 3 Minuten hat es gedauert. So, und zwar habe ich ja gesagt, dass ich kleine Lammsteaks mache. Jetzt wollte ich mal kurz was erklären. Und zwar hat man hier den Lammrücken. Und man würde jetzt denken, naja, dann schneide ich vielleicht solche, also es verführt ja dazu, der Länge nachzuschneiden. Ja. Aber Fleisch ist immer wichtig, dass man gegen die Faser schneidet. Und die Faser geht ja hier so längs. Also bleibt einem nichts anderes übrig, als solche Medaillons zu schneiden und die dann eben ein bisschen flach zu drücken. Okay. Würde man es so machen, würde er zäh werden. Also immer schauen, in welche Richtung das Fleisch geht und dann dagegen schneiden. Dann dagegen Selbst schneiden. Wenn es wie hier der Länge nach eben sehr verführerisch ist, es andersrum zu machen. Ja, das wollte ich dir einfach mal kurz erzählen. Sehr schön. So, und die kleinen Lammrücken. Und hier hast du jetzt aber normales Öl drin oder was hast du da reingemacht? Ja, ich habe ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Rapsöl, weil das ist, steht ja hier immer und ich glaube, es ist ein gutes Produkt. Außerdem war die Rapskönigin ja die Tage bei uns. Das stimmt, wir hatten ja die Rapskönigin da, von daher darf das Rapsöl nicht fehlen. Zum Aromatisieren des Öls gebe ich wieder eine angedrückte Knoblauchzehe und ein bisschen Rosmarin mit rein. Ja, das machst du ja öfter, ne? Wenn du Fleisch brätst. Genau, also ich versuche immer, man kann auch Thymian nehmen oder was man möchte, aber dass das Öl eben ein bisschen nach was riecht und nicht nur einen neutralen Geschmack hat. Ja, und dann habe ich noch ein Produkt mitgebracht, auf das ich total stehe. Und zwar ist es Schwarzkümmel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Also man kennt es von Fladenbrot. Weil auf dem Fladenbrot sind immer so schwarze Punkte. Hast du recht. Und wenn ich Fladenbrot esse, versuche ich mir immer die Stücken wegzunehmen, wo am meisten von diesen schwarzen Punkten ist. Und dann dachte ich mir einfach, naja, dann kaufe ich mir die schwarzen Punkte doch mal einzeln. Und wenn wir nachher den hellen Gurkenschaum auf den Teller geben, da so ein paar schwarze Punkte drauf, das sieht immer sehr appetitlich aus. Aber das ist auch wieder so ein typischer Felicitas, ne? Ja, genau. Nach dem Motto, sie isst ein Brot und da schmeckt was besonders lecker, da muss man doch gleich rausfinden, was ist das? Genau. Und das getrennt kaufen und mit anderen Dingen kombinieren. Genau. Und ist halt immer schön, ich probiere Dinge aus und dann kann es jemand anders nachmachen. Und einfach mit offenen Augen irgendwie durch die kulinarische Welt gehen. Und das macht ja auch noch riesen Spaß. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, weil du ja doch sehr ausführlich gerade eben beschrieben hast, was du alles in Couscous reingetan hast, damit der auch spannend schmeckt und nicht langweilig. Die Gefahr besteht ja. Ja. Dass du vielleicht noch mal kurz zusammenfasst, was da jetzt alles drin ist für die Zuschauer, die jetzt erst dazugekommen sind. Okay, also ein ganz guter Trick ist, ihn nicht mit Wasser anzusetzen, sondern mit Gemüsebrühe. Dann hat man schon mal so eine Grundtiefe an Geschmack. Dann haben wir da drin Zucchini. Ich habe eine Schalotte fein gewürfelt, Tomatenstücken, geröstete Pinienkerne, ziemlich viel Zimt, ziemlich viel Kreuzkümmel, ein bisschen Chili und jetzt ganz zum Schluss kommt, um den Geschmack nochmal zu heben, wieder ein bisschen Zitronensaft. Die Säure braucht das Ganze, um nochmal so... Jetzt muss ich mich ganz kurz um unser Fleisch kümmern. Ja. Und als Kräuter habe ich verwendet Petersilie und Minze, weil ich habe ja versucht, eben quasi in dieser orientalischen Gegend zu bleiben. Ah ja, und das Geheimnis, was noch drin war, ist Nussbutter. Statt Olivenöl habe ich braune Butter genommen. Genau. Und das gibt nochmal... Das ist so der Kick dann noch am Schluss, ganz, ne? Ganz genau. So, jetzt haben wir hier unsere mini kleinen Steaks. Das geht ja auch fix so, ne? Ja, die lassen wir dann gleich noch ein bisschen ruhen, damit sie innen drin auch gar sind. Aber das ist so ein schönes, zartes Fleisch. Und da wir es ja gegen die Faser geschnitten haben, wird es eigentlich nicht zäh. Und ich esse mein Fleisch eigentlich ganz gerne rosa. Finde immer besser rosa, als wenn es zu durch ist. Und ist auch wieder frisch, das heißt, musste nicht aufgetaut werden. Ich weiß gar nicht, frierst du gerne Fleisch ein? Nee, aber ich sehe das in den Supermärkten überall und die Leute kaufen das ja. Also ich denke mal, gerade so eine Großfamilie, die kann ja nicht jeden Tag frisch einkaufen. Ja, die kaufen dann am Wochenende ein für die nächsten Tage und da kommst du gar nicht drum rum. Ja, das stimmt. Aber vielleicht reicht ja auch, wenn man 2-3 Mal die Woche Fleisch isst, dafür dann frisches und gutes. Richtig. Und die anderen Tage kann man den Couscous einfach nur mit Schaum essen, das reicht auch. Ich würde sagen, ich richte das jetzt mal für uns an. Ja, sehr schön. Und zwar nehmen wir den Couscous mal rüber. Der ist jetzt noch lauwarm. Oh, hier? Ja, kannst du ruhig hier hinstellen. Vielleicht schöner sehen. Das Schöne ist halt, dass wir einen ziemlich hohen Gemüseanteil haben.
Das verringert die Kohlenhydratemenge ein bisschen und macht das Ganze noch viel gesünder. Nicht nur bunter, sondern auch noch gesünder. Das heißt, nicht so kalorienreich. Genau. Dann hilft ja nichts, ne? Wir müssen alle ein bisschen aufpassen. Und, Achtest du da auch bei deinen Rezepten so ein bisschen drauf, dass du durchaus auch was anbietest, was eben kohlenhydratarm ist? Ja, also vor allem in meinem täglichen Leben so. Ne? Also wenn man immer nur mit Essen beschäftigt ist, so wie ich, dann muss man irgendeine Strategie finden, damit es nicht ausartet. Und, du bist ja nun weit davon entfernt, dass da ja, irgendwas ausartet. Ja, aber ich passe halt auch sehr auf. Und abends gibt es halt öfter mal keine Kohlenhydrate. Oder man macht Gemüsespaghetti oder man ersetzt die Hälfte des Couscous eben durch Gemüse. Also es gibt so ein paar Tricks. Ja, mir ist das so aufgefallen, auch in Restaurants, dass es eigentlich immer schwieriger wird, mal eine Kartoffel zu kriegen. Da steht da gar nicht mehr auf der Speisekarte. Das ist ein bisschen out, ne? Ja. Also ich finde, es gibt da zwei Bewegungen. Einmal die Antikohlenhydrate und dann gibt es so die deftige Bewegung. Die machen dann Schnitzel und Kartoffelsalat und mit Rahm und so. Also für die ganzen Gefrusteten, die das alles nicht mehr kriegen. Genau. So, ich zeige nochmal, der Schaum ist auch super beständig. Er steht immer noch. Also es ist wirklich einfach nur, den gebe ich jetzt hier so rum. Sieht dann gleich irgendwie edel aus. Ja. Toll aus. Und ist so einfach. Und schön fluffig. So, dann, so, jetzt geben wir noch, guck mal, von diesem Schwarzkümmel, dann gibt es noch so ein paar, dann nehmen wir hier noch ein frisches Minzblatt. So. Ich habe hier, das habe ich fast vergessen, ich habe noch ein paar Datteln geschnitten. Oh, Datteln finde ich ja auch extrem lecker, muss genau, ich sagen. Genau, ich auch. Und du musst es mal versuchen, Datteln anzubraten. Die haben ja so eine eigene Süße. Ja. Und dadurch karamellisieren die total schön in der Pfanne. Das habe ich einfach mal ausprobiert. Einfach Datteln mitbraten. Dann werden die so weich und knusprig und innen aber total cremig. Oh, lecker. Und das Fleisch nimmt dann auch ein bisschen die Süße an, oder? Genau. Das ist natürlich lecker. So, dann nehmen wir jetzt einfach so ein paar kleine Fleischstückchen. Ärgern die Induktion nicht. Nee. Stellen es nicht auf die ungünstigen Stellen. Und ein paar von unseren karamellisierten Datteln. Guck mal, wie die schön glänzen. Oh ja, das sieht toll aus. Und die haben jetzt aber keine Kerne mehr, oder? Haben die noch Kerne drin? Nein. Als Überraschungseffekt. Nein, nein, natürlich sind die Kerne entfernt. Und dann ruhig auch beim Dattelkauf darauf achten, dass man so dicke Datteln kauft. Also bei mir beim Türken in Neukölln gibt es diese richtig frischen Datteln. Die sind so richtig karamellig. Also ruhig die größeren kaufen. Die sind noch nicht so sehr getrocknet. Dann haben die noch so eine schöne Cremigkeit. Ja. So. Und jetzt würde ich sagen, darf ich probieren, oder? Marokko, here we go. Darf ich probieren? Ich habe wieder Besteck? Oh ja, das ganz schicke Besteck. Wieder. Das ganz edle. Bitteschön. Danke. Schmeckt trotzdem. Vielleicht nehme ich mal raus, damit es nicht übergart. Und am besten wieder so mit alles. Alles versuche ich hierauf zu kriegen. Schmeckt es dir? Unheimlich lecker. Erzähl mal, das Fleisch ist auch genau richtig, ne? Leicht rosa noch. Mit der Dattel. Ganz toll. Und die Gurke, diesen Schaum, den schmeckst du ganz intensiv. Super einfach nachzumachen, ne? Wir haben es jetzt ja von einer halben Stunde, ich hatte nichts vorbereitet. Mit Zutaten, die es überall gibt. Ganz toll. Kann mich nur vor dir verneigen. Also das ist extrem lecker, das Essen. Mich. Ich freue mich, ganz das, toll. Wenn es dir schmeckt. Da freut man sich schon auf nächstes Jahr, ne? Wenn Marokko Partnerland ist. Ja. Super, super Essen. Schön. Vielen Dank, Feli. Ich bin schon gespannt, was du morgen auf deinem Programm hast. Da geht's weiter. Liebe Zuschauer, das gilt natürlich auch für Sie. Sie können hier auch täglich natürlich vorbeikommen. Ab 13 Uhr sind wir immer hier vor Ort in der Halle 3.2 auf dem Erlebnisbauernhof. Oder Sie genießen die Sendung zu Hause um 18.10 Uhr. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf.